Eins, ja, geht. So, das war ein schöner Aufklang. Wir hören die nachher noch einmal am Ende Musik. Und jetzt fangen wir gleich an, damit wir nicht in Zeitnot geraten. Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Jochen Siegel. Ich gehöre auch zu dieser Architektengruppe hier. Herzlich willkommen zum 16. Plädoyer für den Südflügel. Heute mit dem Motto, den Südflügel bewahren, ja zum Ausstieg. Wir hätten der heutigen Veranstaltung sicher auch den Titel geben können, Zeitenwende, die Uhren werden umgestellt. Und dies nicht, weil die Uhren gestern tatsächlich umgestellt wurden, sondern weil sich in Stuttgart in den letzten Monaten und Jahren so viel bewegt hat, dass mit dem Begriff Zeitenwende sicher nicht zu hoch gegriffen ist. Wir haben die Uhren in Stuttgart längst dauerhaft umgestellt. Wir haben den jahrzehntelangen, bis zum Verfassungsbruch reichenden, verkrusteten Filz aus Politik und Wirtschaft aufgebrochen. Wir haben Herrn Schuster die CDU-Mehrheit im Gemeinderat entrissen. Wir werden ihm auch noch den Bürgermeistertitel entreißen. Wir haben Herrn Mappus samt Rambo-Gefolge in die Wüste geschickt. Nein, noch besser, weit weg nach Südamerika. Kurz, wir haben den Weg bereitet zu mehr Transparenz und Ehrlichkeit, zu mehr Demokratie in der Politik. Wir bleiben auf diesem Weg und werden mehrheitlich das Irrsinnsprojekt S21 stoppen. Vielleicht kapiert es dann auch noch die SPD, die uns diese undemokratische Volksabstimmung scheinheilig eingebrockt hat. Und die bisher mit starrköpfigem Altpersonal einen wirklichen Wandel in der Politik noch zu verhindern versucht. Wir Architektinnen und Architekten haben uns für dieses Ziel so gut wir konnten engagiert. Wir haben dem angeblichen Phantom der Kopfbahnhof-Alternative K21 ein reales und sympathisches Gesicht verliehen. Und wir haben mit unseren Plädoyers für den Südflügel Sie alle zu Fachleuten in Sachen Denkmalschutz und Baukultur gemacht. Ich denke, wir konnten Ihnen allen in den letzten Wochen das notwendige Verständnis und die Sensibilität für das Kulturerbe Bonnatzbau vermitteln. Eine Sensibilität, die nicht nur unseren Entscheidungsträgern in Politik und Wirtschaft ganz offensichtlich abgeht. Jetzt habe ich den Faden hier verloren. Sondern zu unserem ganz besonderen Bedauern auch der Führungsriege unserer Architektenkammer. Hier gesellen sich leider Banausen zu Banausen. Der mindestens symbolische Schutzzaun, den wir mit Ihnen seit vielen Wochen hier vor Ort aufgebaut haben, er ist gefestigt und wird hoffentlich zum Erfolg, also zum Erhalt unseres Kopfbahnhofes beitragen. Beim Eiskunstlauf kommt erst die Pflicht und dann die Kür. Bei uns ist das umgekehrt. 16 Plädoyers, 16 Wochen Kür, ein oft vergnügliches Bildungsprogramm. Sie wissen heute, was eine Lisene, ein Pilaster ist, was es mit einem scheitrechten Bogen und Keilsteinen auf sich hat und welch hohen Wert dies alles in seiner Gesamtkomposition und geschichtlichen Erzählkraft für unsere Stadt und Baukultur hat. Vor uns steht das Ja zum Ausstieg, die Pflicht. Die Pflicht, alles zu tun, was diesem Ausstieg zum Erfolg verhilft. Dem wollen wir Architektinnen und Architekten unsere ganze Kraft widmen. Um dafür frei zu sein, haben wir uns entschlossen, unsere montäglichen Plädoyers auszusetzen.
vorläufig. Wer weiß, was uns die Zukunft beschert. Wir möchten uns im ganzen Land engagieren, indem wir mit unserem Material und unserem Wissen örtliche Initiativen unterstützen. Wir werden also ausschwärmen. Wir werden also ausschwärmen, unsere Plakatausstellung vorstellen, mit Vortrag und Bildern der S21-Lüge entgegentreten. Wir möchten auch Sie auffordern und animieren, sich in diesem Kampf bis zum 27.11. aktiv und mit all Ihren persönlichen Möglichkeiten zu beteiligen. Um Sie in diesem Sinne zu unterstützen und zu bestärken, haben wir heute einen ausgewiesen kompetenten Gastredner gewinnen können, der Ihnen allen bestens bekannt ist. Es wird zu Ihnen sprechen Peter Conradi. Peter Conradi gehört zum Urgestein Stuttgarts, auch wenn er viele Jahre in der Politik in Bonn und Berlin gearbeitet hat. Er ist engagiert, wo immer Missstände in unserer Gesellschaft zu bekämpfen sind. Er organisiert und betreibt zusammen mit seiner Frau den Montagskreis im Theaterhaus, der sich eben mit den brennenden Themen unserer Zeit beschäftigt. Er ist SPD-Mitglied, noch, und hat damit ein schweres Päckchen zu tragen. Und schließlich ist Peter Conradi Architekt. Und er war auch Präsident der Bundesarchitektenkammer. Das waren noch Zeiten. Und so freuen wir uns ganz besonders, dass er den vorläufigen Abschluss in unserer Plädoyer-Reihe mit seinem Appell für den Ausstieg die notwendige Brisanz verleihen wird. Bitte schön, Peter Conradi. Licht muss, Erleuchtung muss kommen. So, da ist noch ein Haken, das ist mehrfach gesichert. Das ist erstmal ein Weiß. Das ist Auto! Jetzt noch irgendwie versuchen festzuklemmen, weil das kippt. Da denken die Leute, kippt. Wollen wir ein Mikrofon? Hallo, guten Abend. Und wenn hier eben von der SPD die Rede war, muss ich doch gegenhalten und sagen, es gibt auch in der SPD viele, die gegen Stuttgart 21 und für den Kopfbahnhof arbeiten. Es ist die Landesführung, aber selbst in der Landtagsfraktion, ja selbst unter den Ministern gibt es in der Landtagsfraktion einige, die der Meinung sind, Stuttgart 21 sei ein falsches Projekt. Ich bitte also einfach darum, die SPD-Führung von der Mitgliedschaft zu unterscheiden. Ich will zuerst einmal ganz herzlich Danke sagen an die Architektinnen und Architekten, die hier 15 Plädoyers engagiert und fachkundig für die Erhaltung des Südflügels unseres Kopfbahnhofs veranstaltet haben. Das waren wichtige Beiträge für die öffentliche Diskussion und mit diesen Plädoyers haben Sie, die Architektinnen und Architekten, sich nicht nur verdient um unsere Stadt gemacht, sondern auch verdient um das Ansehen unseres Berufsstands. Unsere Berufsvertretung, die Architektenkammer Baden-Württemberg, hat leider eine große Chance verpasst. Statt sich von Anfang an und bis jetzt immer stur für Stuttgart 21 zu erklären, hätte die Kammer die Vermittlung in dieser Frage, hätte vermittelnde Gespräche machen können, hätten das, was später Heiner Geißler, zu spät und auch umstritten, aber was er immerhin versucht hat, die Debatte versachlichen, auf die Fachargumente zurückzuführen, das hätte unsere Kammer gut getan, wäre ihr gut angestanden, statt hier einseitig Partei zu nehmen. Wie geht denn das Licht hier wieder an? Ah, danke schön. Erleuchtung ist notwendig. Wir, die Volksbewegung gegen Stuttgart 21 und für den Kopfbahnhof 21, wir verdanken
den Ingenieuren, den Architektinnen und Architekten, wir verdanken den Unternehmern, den Juristen, wir verdanken vielen Menschen hier, vielen Gruppen, einfallsreiche Ideen, gute Aktionen, gute Argumente. Wir sind eine breite Volksbewegung und damit widersprechen wir auch dem, was einige Professoren und Journalisten uns anhängen wollen, die erklären, es seien hier alte, verantwortungslose, egoistische, bösartige, ja, Wutbürger. denen es nur darum ging, die Wertminderung ihrer Grundstücke und Häuser zu verhindern. Sie haben beschrieben, wir seien gegen alles, eine gegen alles Bewegung. Das ist eine bösartige Unterstellung, denn wir sind ja für die Bahn. Wir sind für mehr Bahnverkehr. Wir sind für besseren Bahnverkehr. Wir sind für einen anderen Bahnknoten Stuttgarts. Wir sind für die Erhaltung des Kopfbahnhofs. Hier in Stuttgart werden wir weiter mit unseren Argumenten für die Erhaltung des Bahnhofs und des Schlossparks, für die Erhaltung der Mineralquellen und ihre Sicherung argumentieren. Und ich bin sicher, wir werden da auch mit unseren Alternativentwürfen der Architekten und Ingenieure für die Verbesserung und Erhaltung des Kopfbahnhofs in Stuttgart Erfolg haben. Auch in der Umgebung, das interessiert viele Leute. Und ich sage, dazu tragen auch die Bilder, trägt die Ausstellung der Architekten bei, denn vieles kann man in Worten nicht erklären, was man in Bildern viel besser zeigen kann. Kommt doch hier rauf, halt mit. Im Land und auf dem Land sind es nur wenige Leute, die sich für unseren Kopfbahnhof interessieren, wenige Leute, die sich für die Anlagen interessieren, wenige Leute, die sich für die Mineralquellen interessieren. Ah, wunderbar. Timo, du sollst ja nicht Morse-Alphabet üben. Halt den Daumen drauf, verdammt. Ich habe ja ein Handy, das ist vielleicht besser brauchbar. Ich muss mal halt suchen, in welcher Tat suchen. Ja eben, aber ich habe mit diesem Handy, probier, halt mir das mal hin. Bis dann. Timo hilft. Wo Timo ist, geht's Licht an. Also ich sage nochmal, hier in Stuttgart werden wir weiter natürlich für den Bahnhof, für die Anlagen, für die Mineralquellen kämpfen und unsere Alternativprojekte vortragen. Aber draußen auf dem Land gibt es viele, die das nicht interessiert. Das betrifft sie einfach nicht. Und deshalb müssen wir jetzt in der Kampagne, die nun beginnt, müssen wir in dieser Kampagne uns konzentrieren auf zwei wesentliche Argumente. Das habe ich in der Politik in vielen Jahren gelernt. Ich habe neulich mal erzählt, wie ich als junger Abgeordneter zu Herbert Wehner, dem Fraktionsvorsitzenden, eingestellt wurde. Und er sagte, wie viele Punkte willst du vortragen? Und ich habe gesagt, 12. Und er hat ja geschrien, bist du verrückt, du hast keine Ahnung von Politik. 3 Punkte darfst du vortragen. 12 Punkte versteht kein Mensch, verstehen die Journalisten, verstehen nicht mal die eigenen Leute in der Fraktion. Also konzentriere das auf 3 Punkte. Hier müssen wir im Wesentlichen über 2 Punkte reden. Und das ist einmal die Betriebsfähigkeit, die Betriebstauglichkeit und zum anderen sind es die Kosten von Stuttgart 21 und K21. Stuttgart 21 taugt nichts. Der vorhandene 17-gleisige Kopfbahnhof ist weitaus leistungsfähiger als der geplante 8-gleisige Tunnelbahnhof. 49 Züge in der Hauptverkehrszeit zwischen 7 und 8 hat die Bahn in ihrem eigenen Stresstest nachgewiesen, aber mit lausiger Qualität, oft 2 Züge an einem Bahnsteig mit ganz kurzen Haltezeiten, möglichen Verspätungen mit schlechten Auswirkungen auf den S-Bahn-Verkehr. Dagegen schafft der Hauptbahnhof, so wie er dasteht,
wenn man ihn gut nutzt und vernünftig fährt, schafft er zurzeit schon 56 Züge, könnte er schaffen. 56 Züge in der Hauptstunde, und wenn man ihn verbessert und ausbaut, dann sind es über 70 Züge. Und was nützt uns denn ein Tunnelbahnhof, der schon, wenn er in 15 Jahren fertig wäre, zu klein ist? Wir wollen doch, dass mehr Menschen mit der Bahn fahren. Wir wollen doch, dass mehr Züge fahren. Und da brauchen wir dann auch mehr Bahnsteige und mehr Gleise und mehr Züge. Schon allein aus Klimaschutzgründen ist der Stuttgart 21 Bahnhof die falsche Lösung. Die Fahrzeitverkürzungen, die für Stuttgart 21 genannt werden, entstehen überwiegend aus der Neubaustrecke. Aber inzwischen wurde aus einer SMA-Studie vom November letzten Jahres, die uns die damalige Verkehrsministerin Gönner nicht mitgeteilt hat, das nenne ich, mit so etwas wird das Vertrauen des Volks in die Volksvertretung und die Regierung beschädigt, wenn eine Ministerin Zahlen und Unterlagen hat und sie während des Vermittlungsprozesses mit Heiner Geißler zurückhält. Erst jetzt sind diese Zahlen rausgekommen und sie belegen, dass viele Verbindungen in Baden-Württemberg durch S21 schlechter werden, dass insbesondere der Regionalverkehr und der S-Bahn-Verkehr erheblich beeinträchtigt werden. Das ist ein wesentlicher Grund in der Region auch gegen Stuttgart 21, das heißt mit Ja zum Ausstieg zu stimmen. Und das Letzte. Ich bin immer noch bei der Tauglichkeit. Stuttgart 21 ist ein technisch und ökologisch riskantes Großprojekt, das nur funktioniert, wenn alle Einzelteile fertig gebaut sind. Auch die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm. Sonst enden nämlich die ICEs oben auf den Feldern in den Krautäckern. Kopfbahnhof 21 dagegen ist ein kleinteiliges Projekt, das abschnittsweise geplant und gebaut werden kann und bei dem jeder einzelne Teilabschnitt fahrbar ist und sofort Verbesserungen für die Bahnkunden bringt. Dies zur Frage Tauglichkeit, und das ist ein Argument, was, glaube ich, in Lörrach wie in Mannheim wie in Biberach eigentlich treffen müsste. Dies, was die uns vorschlagen mit Stuttgart 21, ist nicht tauglich, da sollten wir aussteigen. Nun zu den Kosten. Jahrelang hat die Bahn die Kosten für Stuttgart 21 heruntergeschönt und damit die Landesregierung, den Landtag, die Öffentlichkeit und uns alle getäuscht. Das angeblich am besten geplante und gerechnete Projekt wird nicht 4,5 Milliarden Euro, sondern weit mehr, nämlich 6 bis 8 Milliarden Euro kosten, und das ohne die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm. Und das alles für einen Tunnelbahnhof mit zu engen Bahnsteigen, mit Sicherheitsmängeln, vor allem für Alte, für Kinder, für Behinderte, einen Bahnhof, der ökologische Risiken hat, einen Bahnhof, der allenfalls 3, 4, 5 Minuten Beschleunigung bringt, und dafür sollen wir Millionen, Milliarden ausgeben. Das kann uns niemand so erklären. Ich helfe heute mit der Technik. Nur Geduld. Bitte um Entschuldigung. Die Bahnvertreter im Landtag, denn viele unserer Volksvertreter, auch der Landtagsvizepräsident, vertreten die Bahn, nicht das Volk. Bei Rechtsanwälten nennt man das Parteiverrat, nämlich wenn dein Anwalt öffentlich die Interessen deines Gegners, deines gerichtlichen Gegners vertritt, dann wird er strafrechtlich belangt für Parteiverrat. Und ich sage hier in aller Deutlichkeit, die Landtagsabgeordneten, die hier für die Bahn so tun, als seien sie Angestellte der Bahn, als seien sie nicht unsere gewählten Vertreter, die begehen dort Parteiverrat, wären sie Rechtsanwälte, wäre das strafbar. Und die behaupten nun sogar auf ihren Plakaten,
Die Bahn würde 1,5 Milliarden Schadenersatzforderungen stellen und bekommen. Das heißt, sie übernehmen ungeprüft die Zahlen, die die Bahn hier in die Welt gesetzt hat. Zahlen, die, wie wir inzwischen wissen, frech gelogen sind. Ja. Denn die Bahn hat in diese Zahlen eingerechnet die Planungskosten für die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm, als hätten die irgendwas mit dem Knoten hier zu tun. Sie hat eingerechnet die Grundstückskosten, die sie der Stadt Stuttgart zurückzahlen müsste für die Gleise, für die Gleisflächen, die die Stadt Stuttgart von der Bahn gekauft hat. In Wirklichkeit hat Stuttgart, hat Herr Schuster und die Mehrheit im Gemeinderat auf eine Verzinsung dieser Gelder verzichtet, obwohl die Grundstücke noch gar nicht verfügbar sind. Also sagen wir zu den Forderungen der Bahn, die sind eher umgekehrt zu richten. Die Stadt Stuttgart müsste die Bahn verklagen auf Schadenersatz, weil die Bahn hier jahrelang Geld von der Stadt Stuttgart verwenden konnte, ohne diese Grundflächen, diese Gleisflächen überhaupt freigeben zu dürfen. Die sind ja nicht mal rechtlich entwidmet. Das heißt, die haben etwas verkauft, was man eigentlich gar nicht verkaufen kann. Das ist so, wie wenn Sie ein Auto verkaufen würden, das gar nicht zugelassen ist, technisch nicht zugelassen ist. So hat die Stadt Stuttgart hier gearbeitet. Und ein weiterer finanzieller Grund, der ist wichtig, den müssen wir gerade in unseren badischen Brüdern und Schwestern und auch denen in Oberschwaben sagen. Stuttgart 21 ist im Vergleich zu anderen wichtigen Ausbauprojekten der Bahn nachrangig. Das heißt, wenn das ganze Geld in Stuttgart 21 fließt, dann fehlt es zum Beispiel an der Rheintalstrecke für den dringend wichtigen Nord-Süd-Verkehr, Nord-Süd-Güterverkehr. Und das müssen wir den Badenern sagen, damit sie dann auch für den Ausstieg stimmen. Und ein letztes. Wenn Stuttgart 21 gebaut würde, dann hätte das zur Folge erheblich höhere Trassen, erheblich höhere Bahnsteiggebühren. Das heißt, wir müssten mit unserem Geld, wir, die mit der Bahn fahren, das den Unsinn hinterher auch noch bezahlen. Und das über viele Jahre hinweg. Auch das gilt nicht nur in Stuttgart, sondern gilt im ganzen Land. Und das sollten wir den anderen sagen. Wir werden weiter fröhlich, sachlich, friedlich argumentieren und demonstrieren. Wenn irgendjemand zur Gewalt provozieren sollte in nächster Zeit, dann sollen wir gemeinsam rufen, keine Gewalt. Das muss unser Grundsatz bleiben. Und wir sollten denen, die Gewalt wollen, in den Arm fallen und die Situation befrieden. Ich meine auch, wir sollten dort, wo die Stuttgart 21 Politiker reden, da sollten wir sich nicht niederbrüllen. Wir haben die besseren Argumente. Ich fand das nicht gut. Letzte Woche am Mittwoch auf dem Marktplatz, wo der Finanzminister niedergebrüllt wurde, wir hätten ihn doch auslachen können. Das wäre doch viel wirkungsvoller gewesen. Das heißt, vortragen und laut und herzlich drüber lachen, was da gesagt wird. Einige sagen uns, es geht doch nur um einen Bahnhof. Ihr habt ja einiges erreicht und jetzt geht endlich Ruhe. Wir sagen nein, es geht nicht nur um einen Bahnhof, es geht darum, ob sich Wirtschaft, Verbände, Banken, Medien und einige Politiker mit einem Megaprojekt gegen sachliche Kritik, gegen fundierte Einwände, zum Teil gegen Recht und Gesetz durchsetzen können. Das ist unsere Botschaft. Es geht natürlich um den Bahnhof und den Südflügel, aber darüber hinaus geht es um Demokratie, um die repräsentative, auch um die direkte Demokratie jetzt bei der Volksabstimmung. Es geht darum, wer hier die Macht hat, und da wollen wir schon deutlich machen, dass unser Protest wichtig ist, dass er ernst gemeint ist, dass es uns kein Spaß ist, sondern dass wir diese Demokratie für wichtig erhalten. Und ich kann Ihnen sagen, und ich bin in den letzten Monaten viel in Deutschland herumgereist und habe zu Stuttgart 21 gesprochen. Es gibt viele Menschen in unserem Land, die warten drauf, die schauen auf das, was in Stuttgart passiert, die sind daran interessiert und die hoffen, dass wir uns durchsetzen mit unserer Bewegung, gegen die Macht der Politik, weil sie hoffen, dass wir am Schluss
oben bleiben. Vielen Dank, Peter Conradi. Sie alle haben jetzt noch mal ordentlich Argumente getankt, die Sie in den nächsten Wochen nutzen können. Und jetzt bitte ich Sie, unsere Sparbüchsen noch mal Sammelbüchsen zu nutzen. So im Dunkeln fällt es überhaupt nicht auf, wenn Sie mal einen größeren Schein reintun. Und jetzt darf ich noch ankündigen, hier vorne stehen so Koffer, die sind gemacht von Gegenlicht 21. Sie sehen jetzt nur hier die Leute vorne. Das ist leider etwas ungünstig heute Abend mit den Lichtverhältnissen. Frau Juliane Spitta wird noch ein paar Worte an Sie richten von Gegenlicht 21. Okay. Sehr ausgezeichnet. Also danke für die Einladung. Wir Fotografen von Gegenlicht 21, haben auch noch mal eine Aktion gestartet anlässlich der Volksabstimmung, die sich bezieht auf das Thema Mobilität in Baden-Württemberg. Und wir haben uns dann entschieden, Koffer zu bauen, mit denen man reisen kann. Diese Koffer sind mit Bildern von den verkommenen Bahnhöfen aus Baden-Württemberg bedruckt auf beiden Seiten und zeigen so einfach den Zustand der Bahn und machen auch somit darauf aufmerksam, dass dieser Zustand sich durch dieses Großprojekt nicht verändern wird. Wir haben dazu passend auch wieder eine neue Edition mit Postkarten drucken lassen und alles steht allen kostenlos zur Verfügung. Das heißt, wer von Ihnen aufs Land reisen will, um dort in irgendeiner Weise aufmerksam zu machen auf die Volksabstimmung, der kann im Württembergischen Kunstverein am Schlossplatz Koffer ausleihen und auch wieder hin zurückbringen. Die Koffer haben Rollen, die haben 4 Rollen drunter, das heißt, man kann eigentlich sehr bequem damit sich bewegen. Auf Kopfsteinpflaster sollte man besser tragen. Es rumpelt ziemlich stark, das heißt, man macht damit auch stark auf sich aufmerksam. Und die Erfahrung zeigt, dass es auch gut angenommen wird, also man fällt auf. Die Koffer kann man öffnen, das bedeutet, das sind richtige Koffer, mit denen man auch ganz normal reisen darf. Die Buchung der Koffer ist entweder direkt über den Württembergischen Kunstverein hingehen und rausholen. Sicherer ist es aber, wenn Sie über die Seite www.volksabstimmungstuttgart21.de die Koffer buchen. Da ist so eine richtige, haben die ganz toll angelegt, eine Plattform, wo man die Koffer buchen kann und reservieren. Also zum Beispiel immer 5 Leute, einen Tag, ein Baden-Württemberg-Ticket und 5 Koffer genommen, in den Zug gestiegen, ein bisschen durchs Ländle gereist, ab und zu ausgestiegen, Sachen verteilt, sich amüsiert und gut. Applaus.